Im Grunde ganz einfach. Den Klimawandel stoppen, das geht nur, wenn wir weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen. Denn nicht nur CO2 trägt zum Klimawandel bei, sondern auch andere Gase wie Methan. Deswegen spricht man von CO2-Äquivalenten. Davon verursacht gerade jeder Mensch in Deutschland 11.000 Kilogramm im Jahr. Es dürften aber nur 1.000 Kilogramm sein. Du willst deine Klimabilanz verbessern, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir zeigen dir, womit du am meisten erreichst. Wohnen. Träumst du von großen, nicht kaputt sanierten Altbauwohnungen? Das ist der sichere Weg in eine miese Klimabilanz. 2.200 Kilo verursacht ein 3-Personen-Haushalt im schlecht isolierten Altbau in einem Jahr. Im modernen Passivhaus wären es nur 310 Kilo. Wer Kohlestrom bezieht, verursacht 510 Kilo. Mit Ökostrom sind es nur 30 Kilo. 300 Kilo spart es, die Raumtemperatur um 1 Grad zu senken. 250 Kilo Ersparnis bringt es, die Wäsche kalt zu waschen und aufzuhängen, denn ein Wäschetrockner verursacht jährlich 210 Kilo. Im Grunde ganz einfach.